So, die Woche beginnt mit einem Teller Orangen, den ich am Samstagabend erstanden habe. Nicht den Teller, sondern die Orangen. Für 50 Cent das Kilo bei Kaufland. Guter Tipp für alle, ab 20 Uhr senkt Kaufland alle Preise. Und ja, da war das Kilo Orangen für 50 Cent. Die waren, ja, sag ich mal, leicht überreif, aber noch nicht verschimmelt oder sowas. Und ja, und da habe ich natürlich richtig, richtig fett zugeschlagen. Und von daher, schmecken natürlich nicht ganz so gut wie die Mallorca Orangen, sind aber dafür 5-mal so billig. Und in der derzeitigen Zeit, ja, ist es auch mal so, dass ich da auch mich an diesen Orangen gütlich tun kann. Und damit beginnt die Woche. So, jetzt gibt es einen Smoothie. Einen Smoothie, der bestückt ist mit Erbsenprotein, mit ungeschälten Hanfsamen, mit etwas Sesam, mit Himbeeren und Grünkohl, mit Kurkuma und Pfeffer, mit Bananen, mit Brokkoli, mit Pampelmuse, mit Apfel, mit Stangensellerie und eine kleine Knolle Pastinake. So, jetzt gibt's gekochte Kartoffeln. Bei den Keimen achtet drauf, dass die nicht über einen halben Zentimeter groß sind. Und aber auch so, wie gesagt, ihr hättet mein Video zur Kartoffel gesehen. Ihr müsst sehr viel essen, um Solanin vergiftet zu werden. Aber man muss ja nicht übertreiben. Das heißt, also wenn die über einen halben Zentimeter sind, dann esse ich die Keime auch nicht mit. Aber wenn die so hier sind, dann esse ich die alle noch mit, habe ich kein Problem mit. Ja, und jetzt werde ich mir schön genüsslich, werde ich noch ein bisschen abkühlen lassen. Und dann werde ich mir schön genüsslich eine Kartoffel nach der anderen reinziehen, bis ich satt bin. Und jetzt gibt es noch eine halbe Packung Datteln. 3 Orangen. Heute Morgen kommen ein paar Bananen auf den Tisch. Da sind 5 Bananen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, 5 Bananen und die 5... 6 Bananen. 6 Bananen. Und die werde ich jetzt mitnehmen, weil ich jetzt nicht mal die Zeit habe, zu Hause zu sein, sondern die werde ich mitnehmen und die werde ich dann im Laufe des Vormittags dann wahrscheinlich alle essen. So, und jetzt gibt es noch ein Bananeneis mit Dattelstückchen. So, was ihr hier seht, ist ein Lindenbaum. Und gerade wenn die Linde noch relativ frisch ist, dann schmecken die Blätter ganz, ganz zart. Und ich tue mir da hier, ich habe so ein kleines Eimerchen mit. Das ist mein Spinat, den habe ich aus dem Garten gepflückt. Den gibt es da wahrscheinlich auch. Und den Eimer. Und da werde ich mir jetzt so ein Viertel-Eimer voll machen. Und das reicht dann 2 Tage. Da kann ich dann sagen, immer Lindenblätter. Entweder so snacken oder einen Smoothie dann tun, wenn sie dann so langsam ja, so ein bisschen trocken werden. Aber so lange kann ich halt, wie gesagt, die sind richtig, das sind Malven, gehört zu den Malvengewächsen, so leicht fettig auch. Und auf jeden Fall, also wie gesagt, probiert es mal aus, wenn ihr Linde seht. Also Linde ist der Baum, der am besten schmeckt, meiner Meinung nach. So, jetzt sitze ich mich auf meinem Balkon und esse einen Teller Kartoffeln. Das sind ungefähr 1 Kilo, glaube ich. Eine Handvoll Lindenblätter. Und abends gibt es noch ein paar Orangen, das sind jetzt 4 Stück. Ich habe schon vorher 4 Stück gegessen und ich denke, das wird dann reichen. Also 8 Orangen zum Abend. Zum Morgen gibt es einen Lindenblatt-Smoothie. Ich habe hier noch meine restlichen Lindenblätter draufgelegt, die ich noch hatte. Ansonsten ist drin ungeschälte Hanfsamen, Proteinpulver, Postelein-Shots. Das habe ich jetzt immer in letzter Zeit vergessen. Ich habe mir ja aus meinem Postelein, das ist so ein Kraut halt, ein grünes Gewächs, sage ich mal. Da habe ich mir Saft gemacht und da habe ich mir so kleine Shots gemacht. Und da tue ich mal 2 solche Shots hier rein. Dazu ist noch drin Weizengraspulver, selber hergestellt, auch aus Weizengrasgarten. Dann gefrorene Himbeeren, gefrorene Grünkohl, Apfel, Bananen, Pampelmuse, Kurkuma, Pfeffer und eben Lindenblüte und ein Haar von mir. Oder ist das eventuell ein Haar von den ganzen Haaren, die ich geschickt bekommen habe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Lindenblatt-Smoothie. So, jetzt esse ich 3, also wahrscheinlich 3, ich habe mir 3 rausgelegt, 3 Möhren und werde auch direkt mit Grün mitessen, weil das Möhren sind, die ich von einem Freund habe, wo ich genau weiß, dass die sozusagen nicht behandelt oder sonst was sind. Und das Möhrenkraut hat extrem viele Vitamine und Mineralstoffe, auch wenn das hier ein bisschen gelitten aussieht. Die liegen aber auch schon 3 Tage in meinem Kühlschrank. Jo, also Möhren. Und ich habe jetzt zwischendurch und meine Banane und 3 Walnüsse gegessen, habe ich vergessen aufzunehmen. Aber hin und wieder snacke ich auch mal so eine Banane zwischendurch oder jetzt nehme ich noch eine Orange und jetzt habe ich gerade mal dran gedacht, auch mal zwischendurch so, also es ist nicht viel, aber so einmal am Tag tue ich mindestens einmal irgendwas snacken, wie so eine Banane oder eine Orange oder eine Walnuss, einfach mal so, also nicht wirklich viel, aber ja, stellt euch also jeden Tag so Sachen, eine Orange oder eine Banane extra vor. So, gut. So, ich wollte ganz sagen, im Garten habe ich einiges an Grün gegessen und auch ein bisschen was geerntet, und zwar Spinat. Richtig geile große Spinatblätter. Ich blende euch das nochmal wahrscheinlich in einem extra Video ein, wie das größte Spinatblatt, wie groß das war. Auf jeden Fall werde ich jetzt einfach so den Spinat quasi als
leichten Abendsnack. Das ist, ja, würde ich sagen, so ein halbes Kilo Spinat. Das werde ich als leichten Abendsnack jetzt mir gönnen. Und wie gesagt, tagsüber, ich habe im Garten wirklich sehr, sehr viel Grüniges und vor allem viele Radieschen habe ich gegessen. Habe ich bestimmt so an die 10 Radieschen gegessen und ja, halt Posteleien und Vogelmiere habe ich noch gegessen. Einen Apfel habe ich noch gegessen und eine Banane habe ich auch gegessen. Die wachsen allerdings nicht bei mir im Garten, sondern die hatte meine Mutti mitgebracht. Ja, alles ein bisschen Obst und Gemüse. Weintrauben habe ich auch ein paar gegessen. Ja, alles so über den Tag verteilt. Ich habe es leider alles nicht aufgenommen, aber Garten, Snacks und jetzt Abend noch Spinat und dann bin ich durch mit der Übung. Ich habe überlegt, ob ich eventuell noch Kartoffeln esse jetzt, aber ich, ja, ich habe so einen leichten Hunger und da werden die Kartoffeln einfach überdimensioniert und deswegen gibt es einfach nur. So, jetzt gibt es einen sehr, sehr preiswerten Smoothie. Da sind viele Bananen drin und Posteleien aus dem Garten, ein bisschen Vogelmiere aus dem Garten, Grünkohl und Himbeeren sind noch drin und ein paar Mimosas noch drin und ja. Weizengras, genau. Weizengras ist noch drin. Habe bei mir noch eine Packung gefunden. Die ist schon fast aufgebracht, aber da ist nur ein Viertel noch drin. 250 Gramm, die habe ich irgendwann mal probiert. Und dann, wo ich zum Gerstengras gewechselt bin, habe ich das hinten liegen lassen. Und ja, die ist auch noch drin. Sehr, sehr grün. Ich habe schon mal gekostet. Die eine oder andere Banane mehr hätte es alles ein bisschen angenehmer gemacht. Aber das ist halt jetzt die grüne Power. So, jetzt gibt es ein Experiment und zwar sind das gemahlene Hanfsamen, das ist Banane, das sind, glaube ich, Himbeeren waren da noch drin, auf jeden Fall was mit Nüssen noch und also so Hanfmilch mit Bananen und Dings und einfach mal gefrostet lassen, ob das dann gut schmeckt. Und das werde ich gleich mal testen hier. Hm. Nein, schmeckt nicht zum Kotzen. Naja, egal, ich esse trotzdem. So, und jetzt gibt es noch einen großen Tomatenteller mit einer Möhre und Möhrenkraut. Und zum Abend gibt es noch 7 Orangen. So, der Tag startet wieder mit Posteleien, mit Proteinen, Erbsenproteinen, mit Himbeeren, mit sehr viel Spinat. Es ist heute kein Grünkohl enthalten, sondern ich habe nur aus dem Garten sehr viel Spinat mit reingemacht, dann, weil ich ja total viel geerntet habe. Und dann habe ich Apfel und Sprossen, also Mungbohnensprossen, Pampelmoser. Dann habe ich noch ein Stück Möhre reingemacht. Natürlich Kurkuma und Pfeffer, das kommt halt auch immer rein. Und ungeschälte Hanfsamen. So, morgen beginne ich mit ein paar unreifen Bananen. Ich habe es wieder mal nicht abgepasst. Hier sind noch ein paar Punkte. Naja, aber muss ich das mal da eingrooven. So, jetzt gibt es einen Smoothie und zwar mit ungeschälten Hanfsamen, mit Proteinpulver, mit Himbeeren, mit Grünkohl, mit Kurkuma und mit Pfeffer, mit Bananen, mit einer Möhre und mit Pampelmuse und dann habe ich irgendwas, 2 Äpfel habe ich noch reingetan. Genau, und heute habe ich Dattelpaste reingemacht, weil ich habe nur eine unreife Banane, die habe ich widerwillig jetzt hier mit reingetan und dafür ein bisschen Dattelpaste, damit es auch alles ein bisschen süß wird. Und Posteleien habe ich noch drin, genau, 3 Posteleien-Shots. Ach, ein Weizengras, jetzt bin ich durch. Die Woche beginnt mit einem Teller Orangen. Und dazu möchte ich sagen, das sind keine, ja... Und jetzt gibt es einen bunten Gemüseteller mit Kohlrabi, mit Paprika, mit Gurke, mit Tomate und Möhre. Genau, und ja, auch wieder nichts ist Bio, sage ich jetzt noch dazu. Ne? Also ich habe jetzt wirklich auf Non-Bio quasi nur umgestellt, aus Kostengründen. Aber der Kohlrabi zum Beispiel, der hat 9 Cent gekostet. Die Paprika, so eine 3er-Paprika-Packung, hat 39 Cent gekostet. Einer davon war schon matschig, verschimmelt, die anderen beiden waren aber noch in Ordnung. Also man sieht, der ganze Teller wird hier vielleicht so 70, 80 Cent gekostet haben. Und das ist vieles Gemüse. Ist wahrscheinlich nicht die beste Qualität, aber es ist viel.